Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder mal eine kleine Challenge und zwar spielen wir Footdraft, aber nicht ganz normal, sondern wir werden immer den kleinsten Spieler nehmen, den wir zur Auswahl bekommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob in der Startelf oder auf der Auswechselbank, wir werden immer den kleinsten nehmen, der uns angezeigt wird. Und dann spielen wir das Draft und gucken mal, was wir mit der Zwergenmannschaft erreichen können. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr weitere solche Videos sehen wollt, dann lasst jetzt sehr, sehr gerne ein Like da. Ich würde sagen, bei 20 Likes bringen wir die Challenge nochmal, aber dann werden wir immer den größten Spieler nehmen, der uns angezeigt wird. Falls ihr weitere solche Videos sehen wollt, dann lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. So, wir sind im FIFA 23 Menü angelangt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir gehen rein. Online Draft, Ultimate Draft. Wir bestätigen das Ganze. Wir geben dafür 50.000 Münzen aus. Und ich würde sagen, die Formationen sehen ganz vielversprechend aus. Ich denke mal, mit der 4-2-3-1 kann man nicht viel verkehrt machen. Ist eine ganz gute Formation. Und dann gucken wir einfach mal. Oh, wir kriegen direkt ein paar gute Spieler. Okocha, Salah, okay, De Bruyne, alles nicht verkehrt. Aber wir werden, wie gesagt, immer den kleinsten nehmen. Deshalb gucken wir mal. Kamada 1,84, Salah 1,75. Und Okocha ist der kleinste mit 1,73. Let's go. Und der passt natürlich auch noch perfekt. Hero aus der Premier League. Beste Leben, so kann es gern weitergehen. Nächste Auswahl, come on, mal gucken. Forlan 1,80, ja, Jaguar Aspas ist schon mal kleiner. Oh, let's go. Gabriel Jesus ist der Kleinste mit 1,75. Darüber freue ich mich, weil das ist eine super Auswahl, der passt doch perfekt. Linkt direkt gut zu unserem Okocha, den wir hatten. Oh, jetzt, ja. Papu Gomez mit 1,67 ist wahrscheinlich der Kleinste, so ist es. Dann nehmen wir den mit. Bis jetzt sind die Spieler echt nicht verkehrt. Jetzt wird es interessant. Mal gucken. Okay, Payet mit 1,75, der Kleinste. Dann nehmen wir auf jeden Fall Dimitri Payet mit. Oh, jetzt auf den Sechsern-Positionen könnte es ein bisschen knifflig werden, weil da braucht man ja in der Regel auch mal einen Spieler, die dazwischen hauen können. Aber wir gucken mal. Das ist die Auswahl. Wir werden sehen. Deron 1,85. Oh, 1,65. Er ist einfach 20 cm kleiner als die anderen Kollegen. Aber vielleicht kann er ja was. So, nächste Auswahl. Wieder vieler Liga, das ist schon mal nicht verkehrt. 1,82. Ja, Delaney mit 1,82, einfach der Kleinste. Let's go, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Guerrero mit 1,70, ziemlich klein. Und der wird es auch am Ende des Tages. Nehmen wir natürlich mit. In der Innenverteidigung. Mal gucken. 1,86, 1,90, 1,91. Oh, 1,85. Der gute Omari aus der Liga ist damit der Kleinste mit 1,85. Und dann gucken wir mal, wer sein Innenverteidiger-Kollege wird. Vogt 1,94, der ist ja böse groß, ey. Ja, und es wird Ben Mee mit 1,80, ist der Kleinste aus der Runde. Nehmen wir mit. Bis hierhin ist die Chemie relativ in Ordnung, würde ich sagen. Florenzi relativ klein, wie es aussieht. Und der wird es dann am Ende des Tages auch. Jetzt gucken wir mal, wer der kleinste Torwart von den Kollegen ist. Torhüter sind ja generell immer relativ groß. 1,90, 1,86, 1,85. 88 und 1,95. 1,85. Ortega gewinnt das Rennen sozusagen. Und damit hätten wir schon mal die Startelf. Wir haben 16 Chemie von 33. Die Spiele sind gar nicht so schlecht. Zumindest auf ein paar Positionen. Aber insgesamt geht da auf jeden Fall noch was, würde ich sagen. Mal gucken, wie unser kleinstes Team weitergebaut wird. Wir starten rein mit dem ersten Spieler auf der Auswechselbank. Und schauen einfach mal. Iragi, 1,81. Oh, und was? Wir haben jetzt zwei Spieler, die gleich groß sind. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den mit dem höheren Rating, wenn wir zwei haben, die gleich groß sind. Nehmen wir einfach Ziyech mit. Nächste Auswahl. Wir haben hier El Maestro, aber der wird wahrscheinlich einer der größeren sein. Orban, 1,86. Aitor 1,77 und Mostovoy auch 1,77. Dann dürfen wir den Kollegen sogar mitnehmen. Und der bringt uns sogar sehr, sehr gut Chemie. Den können wir nachher auf jeden Fall nochmal ins Team packen. Das ist big. Oh, Lionel Messi und Kylian Mbappé und one and only Niklas Füllkrug. So, mal gucken. Messi mit 1,69 ist vermutlich der kleinste und so ist es auch. Das heißt, wir dürfen Lionel Messi mitnehmen. Let's go. Sehr, sehr big. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie viel Chemie wir noch rausholen können. Wir haben immer die kleinsten Spieler mitgenommen. Jetzt basteln wir das Team so um, wie wir Bock drauf haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich und gehen rein ins erste Game. So, mit Inzaghi als Manager kommen wir sogar auf 23 von 33 Chemiepunkten. Ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Das Team hat natürlich seine Schwachstellen, aber insgesamt ist es schon in Ordnung, würde ich behaupten. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch direkt rein ins erste Game. Let's go. So, der erste Gegner ist direkt gefunden. Mal gucken. Er meldet direkt die Pause an, will wahrscheinlich ein bisschen auswechseln. Mal gucken, was er hier so für Spieler hat. Ja, ist auf jeden Fall ein schlagbares Team. Hat natürlich vorne Nunes, Son, Salah und so. Ganz gute Karten, aber insgesamt ein schlagbar zu sein. Dann wollen wir, let's go. Mal gucken, was unser Team so kann.
Und jetzt Gabriel Jesus, geh ab, Junge. Zeig was. Gabriel Jesus mit dem Lupfer an die Latte. Das wär's doch jetzt gewesen. Gabriel Jesus mit der Balleroberung. Und spielt den Ball auf Lionel Messi. 1 zu 0, let's go. Die Größe hat gar nichts auszusagen. Messi mit 1,69 macht direkt das erste Tor. Big. Guter Ball von Jesus auf Okocha. Und Okocha mit dem 2 zu 0. Sehr, sehr geil gespielt. Super. Und der Gegner meldet die Pause an. Und er geht raus. Das heißt, wir haben direkt einen Win geholt im ersten Spiel. 2 zu 0 haben wir gewonnen. Das Ganze ging sehr, sehr schnell. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das Team spielt sich überragend gut. Hätte ich absolut nicht erwartet. Ich bin bis jetzt positiv überrascht. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt ins zweite Game rein starten. Auf geht's. Der zweite Gegner ist gefunden. Rotterdam 010. Mal gucken. Zeig mal her, was du so für Spieler hast. Nakata, Abedi, Pelé vorne und Gomez. Drei Hero-Karten, die alle sehr, sehr spielbar sind. Mal gucken, ob der Kollege was drauf hat. Auf geht's, wir gehen rein. Gegner mit dem ersten Schuss. Und direkt geht der Ball rein. Weiß ich jetzt nicht. Okocha setzt sich super durch gegen Schlotterbeck. Mit dem Abschluss. Okocha 1-1, let's go. Jesus auf Okocha. Okocha geht durch. Und mit dem erneuten Tor, let's go. Und der Gegner meldet die Pause an. Und wie im vorherigen Spiel, wir machen das zweite Tor und der Gegner geht wieder raus. Also Okocha ist geisteskrank gut. Der spielt sich so stark, richtig heftig. Allein, dass sie ihn zum Hero gemacht haben, ist irgendwie ein komplettes Upgrade für den. Ich weiß auch nicht warum. Aber zweites Spiel, zweiter Sieg. Let's go, so kann es gern weitergehen. Neue Runde, neues Glück. Wir gehen rein in die dritte Partie. Come on. Der dritte Gegner ist gefunden. Zeig uns her, was du für Spieler hast. Auch der meldet direkt die Pause an. Aber soll uns recht sein? Ah, okay, er hat vorne einen Brolin. Eine ganz gute Hero-Karte, aber ansonsten ein sehr durchschnittliches Team. Ansonsten hat er jetzt keine krassen Spieler dabei. Wir wechseln natürlich Messi direkt von Anfang an ein. Wir schauen rein ins dritte Game. Auf geht's. Gabriel Jesus direkt mit dem Solo. Und mit dem Tor. Let's go. 1 zu 0. Da hat der Gegner zu früh seinen Keeper verstellt. Okocha mit dem Ball zu Messi. Messi raus auf Gomez. Gomez zurück auf Messi. Mach was, Messi. Rüber zu Okocha. In die Mitte zu Jesus. Meine Güte, war das geil gespielt. Da muss ich mir schon mal selber auf die Schulter klopfen. Geil gemacht. Und der Gegner quittet natürlich auch wieder beim zweiten Tor. Wir haben einfach schon 3 Siege geholt mit dem kleinsten Team, was wir persönlich hätten bauen können. Es läuft unfassbar gut. So viel dazu, dass die neue Meta lengthy ist. Weiß ich jetzt nicht. Also wie ihr sehen könnt, die Spieler rasieren. Damit können wir ins vierte Spiel in das Draft-Finale reingehen und mal gucken, vielleicht gewinnen wir das Draft ja sogar mit dem kleinsten Team. So, der letzte Gegner ist gefunden. Dann gucken wir mal, ob der Kollege vielleicht ein bisschen krasseres Team hat. Okay, Koundé, Hernandez, Tchouaméni, Benzema. Hat auf jeden Fall ordentliche Karten dabei. Pedri, Munain sind auch nicht verkehrt. Dann melden wir die Pause an, weil wir natürlich Lionel Messi direkt einwechseln wollen. Nachdem wir hier kurz ein paar Taktiken eingestellt haben, würde ich sagen, gehen wir rein ins Draft-Finale mit dem kleinsten Team. Auf geht's. Und da kassieren wir das Tor. Benzema hat er sehr, sehr stark gemacht. Scheint auf jeden Fall dieses Jahr auch eine sehr, sehr krasse Karte zu sein. Karim Benzema. Boah, geiler Ball von Benzema. Puh, Glück gehabt in der Situation. Jesus mit dem Ball auf Messi und jetzt Ankara Messi, zeig was. Messi, geile Ballrolle und ab ins Tor, let's go, 1-1. Wir sind da in diesem Draft-Finale. Benzema mit dem 2-1, ey Mann. Macht der Gegner nicht schlecht, vor allem Benzema ist wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen mit einem Ben Mi und einem Ligue 1 Innenverteidiger mit 60 Pace, der keine Chemie hat. Erste Halbzeit ist vorbei. Ich würde sagen, die Führung geht auf jeden Fall in Ordnung. Der Gegner ist schon nicht verkehrt. Wir hatten auch unsere Chance jetzt vor allem durch Okocha. Könnten in Führung gehen, aber insgesamt, wie man auch an den erwarteten Toren sieht, ist das Ergebnis definitiv in Ordnung bis jetzt. Mal gucken, ob wir in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen was reißen können. Auf jeden Fall können wir hier noch Corona einwechseln, unter anderem für die Offensive oder auch einen Verratti fürs zentrale Mittelfeld. Und mal gucken, was die so drauf haben, die Kollegen. Okocha direkt mit der nächsten guten Aktion. Raus auf Gabriel Jesus. Geiler Ball auf Corona. Nein, Bastoni kommt noch ran. Ey, wenn der Abschluss ein bisschen früher kommt, dann geht das Ding rein und wir stehen hier wieder voll und ganz im Spiel. Aber direkter Gegenzug. Messi, diesmal der Ball zu Corona. Ah, direkter Abschluss. Let's go, 2-2. Geile Aktion. Corona fügt sich direkt super ein in dieses Spiel, in dieses Finale, dass wir hoffentlich noch gewinnen werden.
Wir verstellen den Keeper falsch und Benzema macht das nächste Tor. Der geht ganz klar auf meine Kappe, da habe ich einfach zu früh rübergezogen. Jesus mit dem super Steckball auf Messi und was macht Bastoni bitte für eine Gottesgrätsche? Nicht schlecht, ganz, ganz stark verteidigt. Die letzten Minuten laufen. Unser Gegner macht nur noch Hin- und Hergespiele, nur noch Ballbesitz. Es wird sich wohl leider nicht mehr rächen, habe ich das Gefühl. So ist es. Wir werfen den Ball ein, das Spiel ist aus. Wir verlieren leider 3:2 im Finale. War nichtsdestotrotz ein sehr, sehr starker Gegner. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Ist auf jeden Fall verdient. Aber ich würde sagen, unser Winzling-Team hat sich super geschlagen. Wir sind bis ins Finale gekommen. Haben an jedem Spiel mindestens 2 Tore gemacht, 3-mal die Gegner zum Quitten gebracht. Ich würde sagen, insgesamt geht es auf jeden Fall sehr, sehr in Ordnung. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch kurz die Rewards ab und gucken einfach mal, ob wir noch da ein bisschen Luck haben. Schauen wir einfach mal, was wir für Rewards bekommen für die 3 Siege, die wir geholt haben. Auf geht's, EA, zeigt was Gutes. 25k und 15k, ich glaube, damit kann man leben. Wir gehen auf jeden Fall direkt rein, 15k, auf geht's, EA, zeigt was. Lichter gehen schon mal an, das ist schon mal nicht verkehrt, Brasilien, ZTV. Bremer, Mann, 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 es hätte eher Militao sein können. Aber ein Bremer 83 ist in Ordnung, der kostet glaube ich auch seine 3-4k. Wir nehmen einfach mal alles mit und dann gucken wir noch, was im zweiten Pack drin ist. Premium Goldspieler Pack, auf geht's, 25k Pack. Wir sehen es immerhin wieder Lichter, das ist schon mal nicht verkehrt. Spanien, ZM. Nein, es hätte auch hier wieder der bessere sein können. Llorente wäre möglich gewesen. 83er Koke ist okay. Ende noch ein Heuberg, ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich kann damit leben. Dann würde ich sagen, war es das Ganze auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr weitere Challenges sehen wollt, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Heute, wenn ihr das Video seht, zocken wir noch die Weekend League zusammen im Stream auf Twitch. Schaltet da sehr, sehr gerne ein. So circa um 16 Uhr werden wir live sein. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, checkt es auch sehr, sehr gerne ab. Da haben wir ein Team zusammengebaut aus 78 plus Upgrade Packs, mit denen wir dann die Weekend League spielen werden. Zumindest die ersten paar Spiele. Wie gesagt, live auf Twitch. Schaltet sehr, sehr gerne ein. Würde mich freuen, einige von euch da zu sehen. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.